Als allererstes nehmen wir unsere rechte Hand, setzen sie an den linken Oberschenkel, recht mittig, und nehmen die linke Hand und strecken die linke Hand hinter den Körper. Wir rotieren unseren Oberkörper, wir lassen den Unterkörper so fest, als sei er in Beton gegossen, und drehen den oberen Körper rum. Ihr könnt euch entweder an eurer Stuhllehne festhalten und auch nochmal aktiv gegen die Stuhllehne drücken, oder wenn ihr es ein bisschen intensiver haben möchtet, geht ihr ans andere Ende des Stuhls und dreht euch richtig schön rum. Dabei versuchen wir, den Nacken nicht zu weit in die hintere Richtung zu drehen, sondern relativ gerade und mittig auf dem Kopf zu lassen. Und das Ganze ein bisschen aushalten bzw. dehnen lassen. Und dann kommen wir zur Mitte zurück. Nehmen das Ganze einmal auf der anderen Seite, legen die linke Hand auf die rechten Oberschenkel und drehen uns dort auch nochmal rum. Dort haben wir auch die Möglichkeit, wir lassen auch wieder den Kopf relativ mittig, drücken gegen den Stuhl und gegen den Oberschenkel, um aus der Drehung heraus eine Dehnung hervorzuführen. Auch da wieder, wenn ihr es intensiver braucht, dreht ihr euch ein wenig mehr. Dann kommen wir wieder in die Mitte zurück.